so, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Ja, letztes Mal haben wir den Donnertempel, Alter, Tempel des Blitzes, so, haben wir angefangen und in dem Part wollen wir doch weitermachen und ich höre es mal kurz ins Geheimnis, weil es nervt mich schon ewig lang. Frage mich immer wieder, was das alles zu bedeuten? Was bedeutet? Habt ihr irgendwas über die Pläne von Kruxes herausgefunden? Seit einer Weile behaupten sie, der was er will, ist nutzlos. Das sagen sie immer wieder. Und jetzt muss doch die nötige Eigenschaft besitzen, dass ich zum Schreiber Mattel werden soll. Wie können sie so etwas sagen? Stimmt, jetzt muss ich es sagen. Ich könnte verstehen, wenn sie sagen würden, Silas wäre nutzlos. Ja, du hast recht. Hey, warte mal, was soll denn der zweite Kommentar bedeuten, hä? Ja, das war eine Witze. Es bedeutet mir wahrscheinlich, dass Colette etwas für uns verbirgt. Yeah! Ja, und wir haben jetzt hier eine andere Mana-Ring-Funktion. Boah! Scheint, als könnte man damit Strom schießen. Der Strom ist blau. Frag mich, ob er einen Nutzen hat. Vielleicht gibt es etwas, das nach diesem Strom zerstört werden kann. Durch diesen Strom? Ich kann schon wieder nicht lesen. Das ist echt schlimm. So, mit blauem Strom können wir natürlich blaue Lego-Steine, das liegt jetzt einfach mal, zerstören. Und können hier an die Kiste ran. Ein Silberharnisch. Den bekommt Lloyd, glaube ich. Ich bringe sie jetzt schön aufgeglitscht, die Musik. Oder nicht? Wer bekommt denn das? Achso, das ist was für Presea. Ah, okay. Wunderschön. Sollte ich sich übrigens nicht von den Blitzen erwischen lassen. Das wäre kontraproduktiv. Ja, jetzt kann ich einfach da durch. Und kann dann weiter hinein. Und dann kann ich hier die Lego-Steine weghauen. Weghauen. Auf was fühle ich mich heute zu? Das ist echt schlimm. Und hallo, Gegner. Na? So, hier gibt's Lamias und Goldskelette. Und die werden wir nochmal scannen. Oh Gott, Genis ist ja gut. La, 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 la. So, die Lamias möchte ich auch noch. Und die Zauber, das ist, finde ich, uncool. Das finde ich uncool. Das finde ich uncool. Wow, wow, wow. Tschüss, Riegel. Eieiei. La 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 la. Dual Infliction ist echt ein bisschen unpraktisch, weil man da dann relativ leicht gehittet werden kann, weil man so lang in der Luft ist. So, und du lässt mal bitte Rain zaubern. Wäre echt toll von dir. Dummer Vogel hier. Nurse. Dam. Ja, und dann macht natürlich meine Lichtwaffe ordentlich Schaden. War schon klar. La, 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 la. Nein, 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 nein. Stop it. Zack. Bam. Und bam. Wusch, wusch. Schön. Ah, ich mag Brasea. Brasea ist echt toll zu kämpfen. Ist natürlich auch als Charakter nicht schlecht. Ich mag eigentlich alle Charaktere in dem Spiel. Außer Zelos. Zelos. Da kennt ihr meine Meinung dazu. So, und du stehst mir auch im Weg rum. Dich machen wir auch noch. Lalalala, lalalala. Die Gegner habe ich aber alle schon. So, wusch, wusch. Rising Dragon. Schreit er rum. Dam, da, lalalala, la. So, wunderbar. Ja, ihr seht schon. Rain muss jeden Kampf der Nurse zaubern. Weil wir einfach so aufs Maul bekommen von den Gegnern. Ah, naja. Lala. Schwupp. Na, na, na. Wollte ich nicht eigentlich Mana sammeln? Wie war das? Ich glaube schon, ne? So. Und von oben erwischen, jawohl. Wunderschön. Wenn er nicht auf den Boden fällt und weniger Schaden bekommt. Und Riegel klärt mal wieder.
Jawohl. Es ist stockdunkel. Wir sollten acht geben, damit wir nicht vom Weg abkommen. Ja, jetzt sollen wir, immer wenn wir, wenn es zu dunkel wird, oder wenn, nee, nicht wenn es zu dunkel wird, wenn wir an den Rand kommen, sollten wir A drücken, damit wir nicht runterfallen, aber ich erkenne meistens den Weg. So gute Augen habe ich dann doch schon noch. Ja, und ich zeige euch mal, was passiert, wenn wir nicht A drücken, dann fallen wir nämlich runter und kommen irgendwo unten wieder raus. Ja, schön, ne? Einfach nur wunderschön. So, jetzt muss ich aber weiter rein. Und ich habe keinen Speicherkristall, das ist uncool. Ich glaube, hier kam nur ein Gegner raus, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Hier unten sollten wir übrigens nicht ins Wasser rein, weil, ne, ihr wisst ja, Wasser leitet Strom und das tut Aua, wenn wir das tun. Das sollten wir das lassen. So, hier muss ich wieder durch. Ja, wobei, hier wird es schon ein bisschen knifflig zu erkennen. Mal gespannt, wie das auf YouTube rüberkommt. Aber hier auf meinem Fernseher, da kann ich das noch relativ gut erkennen. Alles relativ, ne? So, und hier, ja, ich glaube, ich bin schon richtig. Muss man immer zusehen, dass man die Kisten runterschießt, weil das ist nämlich die einzige Chance, wo wir das machen können. Weil danach bricht nämlich die Plattform hier zusammen. Hier ist eine Erfahrungsgemälde Level 3. Oh, nett. Müsste ich auch mal wieder schauen, habe ich schon wieder vergessen nachzuschauen, aber egal. Man kennt das ja inzwischen, ne? So, und ich glaube hier dahinter, genau, das war nämlich ein bisschen tricky, war nämlich auch eine Kiste versteckt. So. Gif, ein Duellhelm. Das wird wahrscheinlich für Leute sein. Jo. Alles klar. Bums. Bums, sag ich. Dankeschön. Und bumm. Und mitten in den Gegner reingefallen. Natürlich. Da, 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 la, 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 la. Moment, da muss ich mal kurz was machen. Moment. Muss ich kurz was am PC machen. So, jetzt können wir weitermachen. La, 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 la. La, la, la. Schwupp, schwupp. Ah, diese Attacke. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Sie ist ja nicht schlecht, weil sie einfach mal Damage over time macht, aber ich kann mit Raging Mist nichts anfangen, weil es einfach nicht die Gegner aufhält, sondern die einfach weiter spazieren und ja, ne? Ein bisschen kontraproduktiv. So, wir bekommen ein Zepter des Donners. Macht ordentlich Angriff dazu und ein Int. Finde ich gut. Machen wir ran und dann aktivieren wir das Teil hier. Weil da schlagen nämlich jetzt die Blitzer ein. Und damit könnt ihr euch eventuell erinnern, können wir jetzt ins Wasser laufen und können dort Dinge tun. Das werdet ihr gleich sehen. Schwupp. Nämlich können wir das Ding hier ausmachen. Und, hallo Gegner, okay. Komm, wir machen mal einen Gegner. Vielleicht finde ich einen Speicherkristall. Na, 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 na. Auf damit. La, 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 la. Lololo. Schwupp, schwupp. Fliegt man echt so weit hoch bei True Infliction. Von Infliction finde ich echt die letzte Stufe, die wir noch lernen werden. Am besten. Oder halt die erste. Weil das Duel ist zwar cool, dass es ein Zweierangriff ist, aber es ist einfach nicht so zu gebrauchen. Ja, bis man da wieder runterkommt von der Luft aus, ne? Das ihr seht's ja. Das dauert eine Weile. Und da will die natürlich einmal kochen und schon scheitert's wieder. Meine Güte. So, jetzt haben wir die Funktion geändert wieder mal und jetzt haben wir den gelben Blitz. Wer erkennt das Muster? Na? So, jetzt müssen wir aber wieder mal zurück, um uns die ganzen Kisten zu holen. Denn hier am Anfang waren ja nicht bloß, was hatten wir? Blau? Blaue Lego-Steine, sondern die gibt es auch noch rot. Also was werden wir? Was werden wir denn noch bekommen, außer den gelben Blitz? Natürlich auch noch einen roten.
Ja, und damit können wir hier unten uns eine Kiste holen. Und da ist drin ein Komet. Das war, glaube ich, eine Waffe für Genis. Jo, das war sie. Wunderschön. Alles klar. Und weiter geht's. Ja! Hallo. We're gonna regret this. Zack, zack. So, fast getroffen. Alter. Was haben wir jetzt? Mache ich jetzt eigentlich bei Z? Lightning Punishment, der ist in dem Dungeon ja absolut genialistisch gut. Nicht. Was mache ich denn bei Z, ey? Was mache ich denn? La. Ich glaube, ich mache einfach irgendwas. Ist doch egal. So. Zack, zack, ihr dummen Vögel, ihr regt mich auf. Ihr regt mich auf. Wumms, wumms. La. Ich finde übrigens Rain Stab schön. Muss ich mal sagen. Sieht echt cool aus. Wusch, wusch. Deiner komischen Attacke. Okay. Lass mich jetzt durch, Gegner, ja? Finde ich gut von euch. Okay, mit dem gelben Blitz, was sagt gleich die Zeit? Die Zeit sagt schon wieder 12 Minuten. Ach, du hast schon wieder 12 Minuten. Ernsthaft? Warum? So, da können wir hier auf jeden Fall hin. Aber ich glaube, wenn ich hier lang gehe, bringt mir das noch nichts. Weil ich glaube, da brauche ich noch den roten Blitz. Das Gespräch ignoriere ich jetzt. Ich habe keine Lust auf das Gespräch. Ich will jetzt noch ein bisschen den Dungeon schaffen. Ah, und da soll ich A drücken. Ja, jo. Nein. Ich sollte A drücken. Jawohl. Ich sollte schon wieder A drücken. Ja, jetzt ist ja gut. Langsam. So. Und musste ich? Ja, ich wusste. Hier brauche ich noch den roten Blitz. Okay. Ja. So kann man auch eine Ladesequenz übrigens überspringen. Einfach mal schwarz blenden. Ja. Hallo Gegner, na? Ich sagte Hallo Gegner. Hallo Gegner? Ja. Was es nun mit dem Dings hier auf sich hat? Da wird bestimmt gar nichts passieren oder so. Nee. Überhaupt nicht. Hallo Gegner? Du lässt mich durch. Finde ich gut von dir. Nein. Lass mich. Nein, lass mich. So. Okay, genau, da wollte ich hin. Das machen wir nämlich kaputt und da können wir jetzt was aktivieren. Ganz ohne Actimel. Oh Gott, war der flach. Aber egal. So, ups. Sieht übrigens wunderschön aus, wie wir da einfach mal aus der Kanalisation oder wo auch immer wir daherkommen, rausgeschossen werden. Wunderschön einfach nur. So, hier kann ich das aktivieren. Ich glaube, das bringt noch nichts, weil das ist nicht hoch genug. Das heißt, ich muss dann nochmal den Weg zurück. Hier lag übrigens auch noch eine Kiste, genau. Stimmt ja. Mit einer Erfahrungsgemeinde. 2. Ja, dann müssen wir nämlich das andere Dings wieder rein buxieren. Und dann ist nämlich das andere Dings hoch genug, ne? Ihr wisst genau, was ich sagen will, bestimmt. Ich glaube, dafür muss ich auf die andere Seite, ne? Ja, komm. Ja gut, dann halt nicht. Und ich kann euch ja schon mal zeigen, was dann... Ach nee, ich zeig's euch nicht. Na! Gegner! Lass mich los! Aua! Let me alone! Zack. Bäm. Bäm. Wow. Doppel-KO. Das war schön. Wusch. Wusch. Diese Waffe sieht aber auch schön aus, muss ich sagen. Hm? Ja. Okay, wo kommen wir denn hier raus? Nein. Jetzt, Mann! So, jetzt nochmal. Jetzt... Hallo?
Geht's langsam? Okay. So, hier war übrigens ganz mies versteckt, da hinten irgendwo eine Kiste, nämlich hier, mit einem Geschenk der Geister drin, das stellt die Mana der ganzen Gruppe wieder her. Ist ganz nett, auf jeden Fall. Kann man immer mal gebrauchen. So, jetzt sind wir wieder hier. So, die paralysieren wir und dann fahren wir das Ding hier ein. Jawohl. Hm. Hm. Und damit... Achso, das wird gleich erklärt. Da war das durch den Blitzschlag in Betrieb gesetzt worden. Ich frage mich, wozu das Ding so gut ist. Hm. Der steht bestimmt in keinerlei Verbindung mit dem anderen Apparat da oben, wo ihr vielleicht schon gesehen habt. Aber ich glaube, das zeige ich euch erst im nächsten Part, denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Und ich suche jetzt mal, ob ich einen Speicherpunkt finde. Weil wenn ich nämlich keinen Speicherpunkt finde, dann muss ich nämlich noch einen Part aufnehmen. Wenn nicht, würde ich jetzt eine Aufnahmepause machen. War hier draußen ein Speicherpunkt? Ich denke schon, oder? Ja, hier war ein Speicherpunkt. Das ist schön. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, das war's aber wieder für heute von Let's Play Tales of Symphonia. Und man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also, bis dann. Ciao, Leute.